Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag, der 1. September und zwar ist es gerade ungefähr 8 Uhr, denke ich. Und heute werde ich euch mal wieder mitnehmen bei einem neuen Tag von mir, aber nicht nur einen Vlog machen, sondern auch ein kleines Live-Update machen. Also ich werde euch heute bei meinem Tag mitnehmen, euch zeigen, was ich mache und so weiter. Heute muss ich zum Beispiel mein Zimmer aufräumen, weil ich eine Roomtour filmen möchte. Aber ich werde euch auch noch ein bisschen über mein Leben erzählen, was momentan so passiert, was passiert ist, was ich für Pläne habe, weil sich einige Leute einige Sachen gefragt haben, die mir momentan passieren oder die ich irgendwie gezeigt habe oder so, und das werde ich heute ein bisschen aufklären. Also viel Spaß beim Video, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Also zuallererst, mein Zimmer ist gerade mega unordentlich und das geht eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich gleich eine Roomtour filmen möchte, also sozusagen mein Zimmer zeigen möchte und zeigen möchte, wie ich hier lebe, wie ich das Ganze organisiert habe und so. Aber wenn es unordentlich ist, ist es nicht so schön, deswegen werde ich jetzt mein Zimmer erstmal aufräumen. Und dabei höre ich natürlich auch einen Podcast, mache ich eigentlich immer beim Aufräumen. Yes. So, tada, mein Zimmer ist jetzt sauber und ordentlich, so wie es eigentlich immer sein sollte. Und mir ist gerade einfach so warm, also ich habe hier diese Bluse an und oh, es ist irgendwie so warm. Ich werde jetzt diese Roomtour filmen, aber da mich umziehen. So, ich habe mich jetzt umgezogen, sitze auf meinem Bett drauf und habe die Roomtour auch schon gerade gefilmt, die ich jetzt gleich schneiden werde. Und ein kleines Live-Update von mir. Und zwar haben sich einige Leute gefragt, ob ich jetzt wirklich richtige Tattoos habe, weil ich zum Beispiel in meinen TikToks, glaube ich, meine Tattoos gezeigt habe. Oder auch in meinem letzten Schulvideo habe ich gezeigt, dass ich hier an meinem Finger so ein Schmetterling habe. Und dann gab es in den Kommentaren, ob ich mich jetzt wirklich tätowieren haben lasse. Aber nein, Leute, keine Sorge, das ist kein echtes Tattoo. Also das sind keine echten Tattoos, sondern das sind Tattoos, die so 2 Wochen ungefähr halten. Und zwar habe ich hier einmal so ein Shakespeare-Zitat. Dann hatte ich hier so ein J mit dem Herz, aber es ist halt, wie gesagt, auch schon voll verblasst gerade. Also es war Dodder. Ich hatte hier ein Schmetterling, was man jetzt aber auch nicht mehr sieht, was man aber in meinem Schulvideo sehr deutlich gesehen hat. Dann habe ich tatsächlich hier auch noch so Justice, also so Gerechtigkeit stehen. Des Weiteren habe ich hier oben auch noch ein Buddha-Tattoo und hier habe ich ein BTS-Tattoo. Aber Leute, keine Sorge, es ist kein echtes Tattoo, es sind keine echten Tattoos und ich habe auch nicht vor, mich wirklich tätowieren zu lassen in meinem Leben. Deswegen tatsächlich nein. Das ist so schon mal das erste Live-Update von mir. Ich habe kein echtes Tattoo. Und jetzt werden wir meine Roomtour schneiden. So, finally ist das Video jetzt fertig geschnitten und ich glaube, es ist jetzt gleich. Oh mein Gott, LOL. Der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste ist, meiner Oma einen Brief zu schreiben, da sie momentan im Krankenhaus ist. Und ich habe mich entschieden, diesen Brief auf Koreanisch zu schreiben, weil sie halt aus Korea kommt. Und ihr eine Freude damit machen möchte, dass ich sozusagen ein bisschen auf Koreanisch schreibe. Ich werde einfach nur so ein paar Updates reinschreiben, sowas. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Momentan mache ich das und das. Mir geht's auch gut und sowas halt. Noch einige Fotos reingemacht, wie zum Beispiel das hier. Das ist eben nicht meine Schwester, sondern ein Freund von mir. Das ist Flo, mein Hund. Und ich habe geschrieben, dass Flo sehr dick geworden ist. Und genau. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Live-Update. Und zwar zu der Frage, warum ich eigentlich meinen koreanischen Unterricht beendet habe. Irgendwie sehe ich auch ein bisschen krank aus gerade, aber egal. Und zwar habe ich ja im Januar angefangen, koreanischen Unterricht zu nehmen, da ich selbst Halbkoreanerin bin und einfach so ein bisschen meinen Wurzeln nachgehen wollte und generell einfach mal in die Kultur auch eintauchen wollte. Und ich dachte, dass es mal schön wäre, vielleicht ja einen Teil meiner eigenen Sprache zu lernen. Also habe ich von Januar bis ungefähr September jetzt koreanischen Unterricht gehabt, also 9 Monate. Und ich habe aber vor einigen Wochen, also eigentlich schon vor 4 Wochen, aber theoretisch erst vor 2 Wochen, aufgehört, koreanischen Unterricht zu nehmen, sondern habe mich dagegen entschieden, weiterhin koreanisch so intensiv zu lernen. Das hat auch mehrere Gründe und der erste Grund oder auch der größte Grund, würde ich eigentlich sagen, ist, dass ich momentan einfach sehr wenig Zeit dafür habe. Ich fange momentan mein Abitur an und bin jetzt in Q1, also ich mache 4 Semester und bin jetzt im ersten Semester und mache halt dann übernächstes Jahr mein Abitur, muss dafür natürlich auch schon lernen für meine Klausuren und so und habe einfach relativ wenig Zeit, noch eine andere Sprache daneben zu lernen, also neben der Schule noch zu lernen, weil sie natürlich auch sehr viel Zeit und Nerven in Anspruch nimmt, dort immer weiterzumachen.
lehren und diese Sprache dann zu lernen. Denn das Ganze war natürlich nicht nur eine Stunde in der Woche Unterricht haben, sondern auch Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen jeden Tag und einfach auch neben dem Unterricht noch zu lernen. Und da dachte ich mir einfach, es macht am meisten Sinn, wenn ich jetzt wirklich kurz eine Pause mache oder aufhöre und dann vielleicht erst in 2 Jahren wieder damit anfange, wenn ich mein Abitur wirklich sicher in der Tasche habe, sage ich mal. Und der nächste Grund war auch, dass sich meine Prioritäten in meinem Leben so ein bisschen geändert haben, denn vorher habe ich Koreanisch als sehr, sehr hohe Priorität gesehen und dachte mir, ich muss auf jeden Fall in 2 Jahren fließend Koreanisch sprechen können, um dann irgendwie nach Korea zu ziehen oder so, was sich jetzt aber so ein bisschen geändert hat. Und zwar habe ich eigentlich nicht mehr vor, habe ich auch schon in meinem letzten Podcast gesagt, habe ich nicht mehr vor, lange in Korea zu leben, sondern vielleicht nur Urlaub zu machen für vielleicht so 2-3 Monate maximal. Und deswegen brauche ich auch nicht Koreanisch sehr, sehr gut sprechen, sondern kann dieses Grundverständnis nutzen und ich glaube, das wird mir auch reichen. Denn ich habe jetzt auf gar keinen Fall mehr vor, in Korea zu arbeiten und deswegen brauche ich auch nicht so einen krassen koreanischen Sprachgebrauch oder ein krassen Skill, sag ich mal. Und ein weiterer Grund ist auch, dass ich angefangen habe, ebenfalls Spanischunterricht zu nehmen, außerhalb der Schule noch, und habe jetzt auch einmal die Woche Spanischunterricht. Und das Ganze mache ich, weil ich wirklich sehr viel Kraft und Energie und Zeit in Spanisch stecken möchte, weil ich in meiner Zukunft wahrscheinlich auch viel Spanisch brauchen werde und ich einfach diese Sprache sehr, sehr gerne mag und ich glaube auch sinnvoller finde zu lernen als Koreanisch für mich. Außerdem habe ich auch Spanisch in der Schule, werde auch Klausuren schreiben und wahrscheinlich, also ich möchte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich kann, auch Spanisch im Abitur haben als mündliches Test, Prüfungsfach. Aber ich weiß nicht ganz, ob das klappt, aber das wäre schon mein Plan und deswegen finde ich es jetzt wichtiger, Zeit, Geld, Energie in Spanisch zu stecken, statt in Koreanisch. Trotzdem habe ich aber nicht komplett aufgehört, Koreanisch zu lernen, sondern habe auch immer noch so koreanische Freunde und Freundinnen, mit denen ich auf Koreanisch rede, schreibe meiner Oma einen koreanischen Brief, ich lerne Vokabeln, ich gucke koreanische Serien, denen ich was lerne und so. Deswegen, das hat jetzt nicht aufgehört. Ich habe nur aufgehört, so intensiv Koreanisch zu lernen, wie ich es vorher gemacht habe. Dabei, meine Woche zu planen, beziehungsweise auch die alte Woche zu reflektieren. Das mache ich immer am Sonntag und schreibe da so Dinge auf, wie zum Beispiel, was diese Woche gut gelaufen ist, was ich gelernt habe, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Da sind meistens schon Sachen drin, obwohl ich irgendwie immer dachte, es wird nicht jede Woche was schlecht laufen, jede Woche was gut laufen oder so. Aber ich kriege doch immer was zusammen. Und einige Leute haben mich auch gefragt, was ich zum Beispiel, okay, es war ja gerade voll die komische Überleitung, aber einige Leute haben mich auch gefragt, was ich zum Beispiel in 2 Jahren dann als Abi-Fach nehmen möchte. Bei uns ist es so, dass wir 4 Fächer als Abiturfächer haben und noch einen Seminarkurs haben, wo wir eine Seminarfacharbeit schreiben müssen. Das ist sozusagen eine Arbeit, die dann irgendwie über 100 Seiten gehen soll zu einem bestimmten Thema. Und meine Seminarfacharbeit ist zu dem Thema Gerechtigkeit und Recht. Und als Abiturfächer habe ich auf jeden Fall Politik und Englisch, weil das meine Leistungskurse sind. Und dann habe ich wahrscheinlich, also wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, weil wahrscheinlich nicht so sein wird, aber falls klappt, möchte ich voll gerne Biologie und noch Spanisch machen und Spanisch als mögliches Fach. Wahrscheinlich wird es nicht gehen und dann nehme ich entweder zu meinen Leistungskursen noch Mathe und Spanisch oder Deutsch und Bio. Das sind momentan die Dinge oder die Fächer, von denen ich denke, dass ich sie wahrscheinlich so nehmen werde. Aber natürlich steht es immer noch nicht ganz fest, was ich machen werde. Weil die Sache ist halt, dass ich glaube, dass ich Mathe oder Deutsch machen muss, eins von den beiden. Und wenn ich das halt mache, dann, also wenn ich halt Deutsch nehme, was ich eigentlich nehmen würde, kann ich kein Spanisch nehmen. Und das finde ich blöd, weil ich möchte eigentlich Spanisch nehmen. Also, ja, ich muss noch gucken, ob das dann wirklich so klappt, wie ich es mir vorstelle. So, mittlerweile ist es schon 17 Uhr, also ich habe auch gar nicht mehr so viel zu tun. Eigentlich muss ich heute noch ein bisschen was lernen. Ich möchte noch ein bisschen Economics lernen, weil ich am Dienstag wieder einen Test schreibe. Wie gefühlt jede Woche, habe ich auch schon im letzten Vlog gesagt. Noch eigentlich ein bisschen Biologie und auch Spanisch, aber mal gucken, ob ich das heute noch mache oder auf die nächsten Tage verschiebe, werden wir dann sehen. Und eigentlich möchte ich auch noch ein bisschen was lesen. Auch ein kleines Update von mir. Und zwar lese ich momentan nicht mehr so viel, weil ich irgendwie einfach nicht die Zeit dazu finde.
weil ich halt jetzt, also eigentlich immer morgens lese, aber halt morgens die Zeit irgendwie zum Lernen brauchte in der letzten Zeit und deswegen nicht mehr so die Zeit zum Lesen hatte, leider. Ich habe ab und zu in meiner Mittagspause zum Beispiel oder in Freistunden gelesen und möchte das auch gerne weiterführen und dann versuchen, hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr zu lesen. Momentan lese ich das Buch momentan. Also dieses Buch hier, wo ich das auch schon relativ lange lese, also ich habe das vor, ich glaube, 3 Wochen oder so angefangen und bin einfach immer noch nicht wirklich weiter, weil ich immer so andere Dinge zwischendurch lese und ich möchte eigentlich als nächstes dieses Buch hier lesen, Sorge, dass ich nicht lebe, und ich freue mich so auf dieses Buch und bin so gespannt und ich möchte eigentlich jetzt schon das ganze Wissen in mir haben und so, aber das werde ich dann bald lesen. Des Weiteren lese ich auch ein Buch auf der Kindle-App. Ich lese immer so mehrere Bücher nebenher und das Buch heißt Ein Regentropfen kehrt ans Meer zurück, warum wir keine Angst vor dem Sterben haben müssen. Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und ein Buch, das ich mich auch mega, mega freue. So doll einfach. Oder 2 Bücher, die ich mich so doll freue, ist dieses Buch hier. Da geht es so darum, wie unser Gehirn Entscheidungen trifft. Und das ist ein Roman, eine Geschichte über die Liebe. Auch sehr spannend. Ich freue mich so auf diese Bücher irgendwie. Aber ich komme nicht dazu gerade. Und das muss ich auf jeden Fall ändern. Deswegen werde ich wieder so Pause nutzen oder so, um ein bisschen was zu lesen. Und das Licht ist gerade vielleicht nicht ganz so optimal. Aber ich hoffe, es geht für euch. Ihr könnt mich ein bisschen sehen. Ich glaube, der Fokus ist auch nicht so optimal. Bisschen Erinnerung gerade an meine Vlogmas-Reihe letztes Jahr. Da habe ich hier morgens immer so meinen Adventskalender ausgepackt und da war der Fokus auch richtig schlecht immer, weil es dann morgens um 6 Uhr einfach total schlechte Lichtverhältnisse waren. Eine weitere Sache, die ich euch noch erzählen wollte, ist, dass jetzt gut genug, also mein Podcast, ein neues Layout bekommen hat. Und zwar ist gut genug jetzt, hat gut genug jetzt ein neues Cover. Aber ich fand irgendwie, dass das vorherige Cover so ein bisschen düster war, dunkel war. Es war ja in schwarz-weiß-grau gehalten. Und ich dachte mir, ein neues Cover wäre vielleicht mal ganz cool. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich vielleicht den Namen sogar ändern soll, weil ich finde, dass gut genug nicht mehr so hundertprozentig repräsentiert, worüber ich rede. Da ich finde, dass gut genug irgendwie sowas anspricht, wie zum Beispiel Selbstakzeptanz, Selbstliebe und sowas. Und klar, das ist auch wichtig, aber nicht so 100% das Thema, worüber ich immer rede, meinen Podcast-Sachen. Und da habe ich auch kurz überlegt, ob ich vielleicht meinen Namen, also nicht meinen Namen, sondern den Podcast-Namen ein bisschen ändern soll. Hatte da aber nicht so eine gute Idee und fand es auch nicht als so wichtig. Aber falls ihr irgendwie einen coolen Namen habt, weil ihr mir denkt, dass er richtig, richtig gut zu meinem Podcast passt oder zu unserem Podcast passt, kannst du mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben und ich bin da sehr gespannt. Vielleicht habt ihr ja coole Ideen. Und ja, das war jetzt eigentlich so mein kleines Live-Update. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel zu erzählen über mein Leben, über mich, was momentan so passiert. Falls ihr aber noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir diese auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde jetzt, wie gesagt, noch ein paar Dinge erledigen. Aber wahrscheinlich wird das jetzt hier auch schon das Outro sein von den Sachen, die ich hier sage, weil ich keine weiteren Live-Updates, glaube ich, habe. Aber wie gesagt, falls Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten.